Heimann war einer der Passagiere des Lufthansa-Flugs 2047 und ist dabei zu Tode gekommen. Nein, er ist nicht zu Tode gekommen. Die haben ihn getötet. Die Zivilisten sind zum Teil einer Waffe geworden. Der Terrorist hat das ganze Flugzeug in seine Waffe verwandelt. Und gegen diese Waffe muss ich kämpfen. Jeder hat auf ein Wunder gehofft. Ich jedenfalls habe es. Terroristen haben uns entführt. Wir versuchen, ins Cockpit zu kommen. Hab bitte keine Angst, wir schaffen das. Ich liebe dich. Hätten die Passagiere den Terroristen doch noch überwältigen können? Wir wissen es nicht. Und warum wissen wir das nicht? Weil der Angeklagte sich entschieden hat. Ich glaube nur, dass es richtig war, 164 Menschen zu töten, um 70.000 zu retten. Das Leben kann nicht in Zahlen gerechnet werden. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kameraden genau wie Major Koch gehandelt hätten. Wegen eines Prinzips sollten also 70.000 Menschen sterben? Ich kann mir keine Gedanken über das Wesen des Menschseins erlauben. Ich muss entscheiden. Sie werden jetzt allein ein Urteil finden. Und Sie, das Publikum, soll als Schöffen, also Laienrichter, entscheiden, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig ist.